Und wir wollen das vertiefen mit Sandra Navidi von Beyond Global, die bei uns zu Gast im Studio ist. Schön, dass Sie da sind, Frau Navidi. Wer sind denn jetzt wirklich die ganz, ganz großen Geldgeber von Donald Trump? Welche Namen tauchen da auf? Mit zu den größten gehören zum Beispiel Steve Schwarzman, das ist der Gründer von der Private Equity Group Blackstone, dann David Sachs, der ist ein großer Venture Capital Unternehmer aus dem Silicon Valley, Nelson Peltz, auch ein großer Unternehmer, viele andere. Je länger es dauert, desto mehr reihen sich jetzt ein bei den Großspendern. Und worauf hoffen diese Großspender, wenn Trump dann tatsächlich wieder ins Weiße Haus einzieht? Steuerverringerungen, Deregulierung und vor allen Dingen eine Zunahme ihrer Machtfülle. Sie wissen, das ist das letzte Mal, dass die Republikaner so reinkommen können. Und wenn die Demokraten nochmal gewinnen, werden sie die Checks and Balances, die Schutzmechanismen verstärken, sodass die Republikaner dann nicht mehr so leicht pfuschen können. Und deswegen geht es jetzt für Sie wirklich um alles oder nichts mit dieser Wahl, könnte man das so sagen? Genau, also man sieht einzelne Leute, die alle vorher gesagt haben, Trump können wir nicht mehr unterstützen, der hat die Kapitolerstürmung angezettelt und die nacheinander fallen, das ist für mich, ich kenne ja viele davon persönlich, auch vor allen Dingen aus New York an der Wall Street, persönlich und menschlich enttäuschend. Ich möchte mal auf eine ganz interessante Beziehung noch mal eingehen. In den letzten Monaten haben sich ja auch Donald Trump und der Tech-Milliardär Elon Musk stark angenähert, so ist zumindest zu hören. Das Wall Street Journal, das schreibt, dass möglicherweise Musk auch ein Berater im Weißen Haus von Donald Trump werden könnte. Wie ist diese Beziehung einzuschätzen, Frau Navidi? Man muss sagen, dass Musk ist immer Trump-artiger geworden. Das hat sich besonders manifestiert in der Übernahme von Twitter, jetzt X. Und die beiden haben eigentlich entgegenstehende Interessen. Trump ist für fossile Energien, Musk stellt her Elektroautos. Und auch untereinander persönlich gab es Differenzen, aber sie könnten sich natürlich gut ergänzen. Und Elon Musk ist jemand mit einem unbegrenzten Ego, der seine Machtfülle vergrößern möchte, der einen messianischen Komplex hat, einen gottartigen Komplex. Er darf nicht zurückgehalten werden mit seiner Firma. Die Elektroautos retten die Welt und mit seinem Raumfahrtunternehmen muss er die Menschheit zum Mars transportieren. Also wenn man sich es genau anguckt, extrem abenteuerlich und absurd eigentlich. Aber die beiden zusammen, eine Allianz, das wäre das schlimmstmögliche Szenario. Was würde das konkret für das Land bedeuten, aber eben auch für uns hier, für Europa, für Deutschland? Also zum Beispiel ist Musk sehr Putin-nah. Er hat Putin gelobt, Putin hat ihn gelobt. Er hat immer mehr russlandfreundliche Tweets losgelassen. Auch er ist für eine, in Anführungsstrichen, Friedenslösung. Also das könnte sich dann natürlich ganz konkret auf die Hilfspakete für die Ukraine auswirken. Und Donald Trump hat Putin ja sogar aufgefordert, nimm dir, was du willst in Europa. Wir halten dich nicht zurück. Also da können sehr unschöne Entwicklungen eintreten. Sprechen wir noch kurz über das Biden-Lager. Nun ist es ja so, dass Biden schon gestern dass sein Wahlkampfteam direkt gestern nach dem Schuldspruch gegen Donald Trump auch direkt davor gewarnt hat, dass Donald Trump diese Situation jetzt instrumentalisieren könnte und dass er jetzt eben um Spenden werben könnte, verstärkt. Warum ist es so, dass Biden aus dieser Situation im Moment nicht noch mehr Profit und Unterstützung für sich ziehen kann? Also eigentlich muss man den Republikanern genug Seil geben, damit sie sich damit selbst erhängen können. Biden kann nicht viel machen. Er muss neutral bleiben. Er muss seinem Weg folgen. Er hat die Wirtschaft gut auf gute Touren gebracht und er sollte nicht auf Trump eingehen. Das endet in einem Kampf im Schmutz und da kann er nicht bei gewinnen. Und das waren ganz interessante Einblicke in die amerikanische Mentalität, in diese Entwicklung, die wir da im Moment sehen. Besten Dank, sage ich jedenfalls, für das Gespräch und für die Zeit. Sandra Navidi hier bei uns heute im Studio. Sehr gerne. Dankeschön und alles Gute.